haben hier das Geld. Ja. Nicht Pius Heinz Flippensee. Er sitzt immer noch draußen, Freunde, ne? Und spielt Cashcam, der Pius Heinz. Oh, jetzt um. Jetzt Sascha mit den Queens, wow. Jetzt muss der Verdoppler her. Der Sascha, ich habe ihn gerade noch in der Pause gesprochen. Er ist bereit, jetzt Preflop wesentlich aggressiver zu spielen. Und das wird er jetzt auch mit der Hand sicher tun. Und zu Recht. Wenn jetzt nicht diese 18% vom Jan treffen werden, dann... Es geht alles rein. Dann wird der Sascha sich verdoppeln. Und da schiebt das rüber. Insta-Call und Sascha, Hand muss einfach nur halten. No check, please. No check. Ein Check ist ja schon raus, also, haben wir gesehen. Die Pokergemeinde wird natürlich für Jan Heidmann sein, aber da wir Kölner sind und Sascha kennen, ja, müssen wir leider ein bisschen für Sascha mitfiebern. Ist ja ein Einauter im Prinzip jetzt. Ein Auto, 2%. Also, come on. Thank you. Aber wie gesagt, wie wir wissen, im Poker ist alles möglich. Daumen okay, drücken jetzt, okay, dass für Sascha das hält. Wir sind gespannt. Wie der Flop. Und da ist der Flop. Oh, das ist ja gibt's doch nicht. Oh mein, Sascha ist... Mensch, aber das ist unglücklich ohne Ende. Mein Gott. Menschenskinder. Das kann im Poker einfach passieren. Boah, Menschenskinder. Das ist bitter. Come on, die Dame. Ein Bube noch im Deck und der kommt im Flop. Direkt Full House. Nur noch die Queen hilft. Der Lucky River, wo ist er? Nein. Full House, Buben und Zehner. Sascha Sirtl. Ja, Applaus. Wird Vierter für 36.000 Euro und das ist wirklich bitter jetzt. Es ist wirklich. Natürlich ist es ein Haufen Geld, aber es ist sehr bitter, weil. Uzi, fix nochmal. Ich hab das gesehen, Oliver Pocher hat das schon geteilt mit und ich finde das eine Frechheit, Markus. Ja? Wie jetzt, dass sie irgendwie. Ich habe längere Haare. Okay, meine Haare sind ein paar Zentimeter länger. Nee, ich meine aber, ich habe ein Faible für Gewichtheberinnen beim Olympiade. Ja? Ja, die sind alle super sexy. Kann man das schon als Fetisch bezeichnen? Mit viel Fantasie ist das definitiv eine okay, fetische Erfahrung. Na, dann pass auf. Ace Queen. Jan Race. So, aber die Fidschi-Inseln, die sind ja stark im Gewichtheben bei den Frauen. Also Nada pusht. Die Fallenregel nur auch. Ja. Pass aber, auf, ja. Pass auf. Nada pusht. Und Jan called. Es könnte die Hand sein. Naja, sieht obwohl nicht so aus. Sein Kollege, sein Bruder oder was auch immer ist, hat ihm ja eben noch gebrieft, er soll nicht immer alles pushen, sondern lieber mal drei wetten. Dann kommt er noch günstig aus der Sache raus, wie ich auf Toilette gehört habe. Aber ich meine, ihr habt ja gesehen, als Chiquita Banana ja seine Frau gefragt hat, was er tun soll, ist auch irgendwie nicht funktioniert. Aber er macht einen Race. Bin mir sicher, ja. Der Tipp von seinem, ich nenne ihn jetzt mal Bruder, war echt gut, wenn er den jetzt beherzigt hat. Weil dann kommt er immer noch raus. Ja, Heidmann wird pushen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Doch. Mit wie viel ist Heidmann gestartet? Der ist ja gerade Chip-Leader doch gewesen. Heute? Ja, nee, jetzt. Jetzt. In die Hand. Ja, in die Hand. 1,6 war aber kein Chip-Leader. 1,6? Zweiter in Chips. Ja, 1,6 würde ich pushen, glaube ich. Und. Ja. Und nur, aber wenn der Vorname gleich ist, wird er nicht gleich spielen. Ich glaube nicht. Ha. Mein Gott. Oh, der Jan pusht. Ja, du hast recht. Ich weiß, wie die Pros ticken, Jungs. Ja, du hast recht. Du bist der Experte. Nee. Deine Bezeichnung war richtig. Nee, jetzt ist soweit. Und der Nada guckt jetzt seinen Freund an und nee, der guckt auf die blauen Ohr. Der Nada guckt jetzt und macht gleich den besten Call seines Lebens, beziehungsweise des heutigen Abends. Nicht. Der callt nicht. Wirklich? Der callt nicht. Dünges. Was denn? Also wenn die keinen Deal haben und der macht die 3-Bet, um noch rauszukommen. Ist er crippled? Also. Call, natürlich callt er. Ja, und wir sind hier. Kommt zum Showdown. Okay, einen Read hatte ich, einen hatte ich nicht. Ace Queen und ich sag euch, für Jan. Dann, wenn der Jan das Ding kriegt, dann ist er richtig. Er wäre jetzt wieder dran. Ist doch gar kein Thema. Okay. Ich habe dem Jan gerade Ass Dame gegeben. Und deshalb dachte ich, na, da kommt noch mit Ass 7 raus. Aber. Da ist die 7! Suck out! Guck mal, und jetzt das leichte Lächeln im Gesicht. Oh. Suck out, eingesteckt, ausgeteilt und wieder eingesteckt. Das flippt da gleich aus, der Nada. Um Gottes Willen, der schlägt doch gleich um sich. Aber irgendwie noch eine Möglichkeit? Nee.
Nee, die Dame. Ist nur noch die nur Queen. Die Dame. Die ist noch da. Okay. River. Die Queen auf dem River. Nee, Ka-ching. Noch eine 7, weil eine ja nicht reicht. Ja. Guck und mal, die Freude ist ihm ins Gesicht geschrieben. Jan Heidmann. Ich würde lieber den Nader gerade sehen. Geht das? Ja. Können wir Nader zeigen? Der ist gerade also, wahrscheinlich. Raised auf 130.000. Jan hat Ass 10. Das wird sicherlich nicht gefoldet werden. Auch nicht gegast. Er wird es dreibetten. So wie er vorhin schon auch mit Ass 7, glaube ich, gedreibettet hat. Oder mit Ass Dame wird er wieder sicherlich die. Ich glaube einfach, dass er es auch Preflop reinbringen will. Aber dass er Milan die Option geben will, zu pushen. Und deshalb kommt die Dreibett. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Milan Hand wie Dame 9 pusht. Also. Halte ich aber für die Bottom of the Range von Milan. Also jetzt nach dem Deal vielleicht eher schon als vorher, aber ich denke schon, dass er die kleinste, also die niedrigste Hand von denen ist, von den Value-Händen, die er da dann doch pushen wird. Denn er hat ja schon einige 3-Bets bekommen und hat selber gepusht und auch gefolgt, also er muss jetzt nicht zwingend Jan irgendeine sehr starke Hand geben, weil er auf 4-Bet fold dann, also auf die 4-Bet auch gefoldet hat vorhin zum Beispiel einmal. Kommt jetzt der Push oder kommt er nicht von Milan? Ich sage nein. Die andere Option wäre Call, aber das halten wir, glaube ich, alle. Ja. Also, das hältst du auch sicherlich für falsch. Ja, aber das wird jetzt passieren. Naja, Dame 9 suited im Heads-Up ist ja auch. Kannst du in Positionen auch mal callen. Die Frage ist, wie viel Stack hat er dahinter noch? Ne? Im Pot sind bereits 570.000 und wenn er noch irgendwo die 1,6 Millionen, 1,4 Millionen hatte jetzt. Dann, ja, ist. Na, jetzt noch was? Ja. 1,4 Millionen. Ja, wird sicherlich weniger haben. Aber die Hand ist jetzt, glaube ich, dann. Zu Ende. Zu Ende. Jan wird. Wahrscheinlich konnte Ben nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dem Board. Checkt er. Er checkt, doch, er fällt. Er scheint die Hand aufzugeben. Also, die Hand ist damit vorbei. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wenn er den Flop checkt, dass er auf keinen Fall nach der Bet von Milan noch röstieren wird. Weil es doch ein ziemlich trockenes Rainbow-Board ist und viele Damen noch in Range drin sind. Queen Jack, Queen King, Queen Jack, Queen Ten, Ace Queen vielleicht noch, aber das ist eher unlikely durch das Ass von Jan. Also, oder belehrt uns einer besser. Guck mal, er greift zu den Chips. Welche Geschichte will er uns jetzt erzählen? Call. Ich glaube, jetzt haben wir die Hand des Tages, weil jetzt bin ich gespannt, wie Jan das weiterspielen will. Also, er callt. Zack. King. Jetzt hat er Equity wieder im Pot. Er hat Overcard, Gutshot. Und, aber ich, Milan wird ja nie folden. Es ist 1 Million Pot. Er hat noch 2, 4, 6, 8, 1, genau. Er hat noch 1 Million dahinter. Und all in. Ob 800.000? Nee, aber jetzt muss es vorbei sein. Ja, er muss jetzt nochmal knappe Pot-Size bringen, Jan, und wird auch den Chip-Lead damit abgeben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendeinen. Welche Hand würde denn Milan am Turn pushen? Also durch Check am Turn. Welche Hand gibt er ihm? Gibt er ihm eine 5, eine 7? Es sind doch viele mehr Damen in der Idee dahinter. Ja, hat der Nietzsche nochmal geschrieben, du sollst die Finger von diesen Sidebets hier lassen. Ja, für eine Stunde Bowling ist das, glaube ich, ist das doch okay. Eine Stunde Bowling ist in der Herne, kostet glaube ich 200 tschechische Kronen. Ich dachte schon 200 Euro. Ach. Dann gehe ich da nicht bowlen. Nein, 200 tschechische Kronen, 8 Euro, die kannst du auch wieder callen. Weiß ich nicht, was er da jetzt überlegt. Versucht er jetzt hier Reads zu kriegen, die er später nutzen kann vom Milan. Er hat bisher auch nicht schnell gespielt. Und es gibt, siehst du Bluffs in der Range, Jan, an dieser Stelle? Ich meine, er callt die 3-Bet vorm Flop, am Flop, check callt er. Und er callt. Tatsächlich. Er callt. Jan Heidmann callt. Aber welche Hand gibt er ihm denn? Also ich wüsste keine Hand, die er da bluffen könnte. Selbst als Bube schlägt er nicht, angenommen, er hätte jetzt wild versucht. Die Hand. Open Ender oder so. Aber in Bube 10, die einzige Hand. Aber ob er die am Flop dann hart anspielt, ist klar unwahrscheinlich. Ja gut, wenn es ihm hingecheckt wird. Aber, ja. Das schauen wir und... Es wundert mich schon. Wow.
Der Gutshot am River beendet das Turnier. Oh, ja. Jan Heidmann, 3 riesen Suckouts gemacht heute. Wow. Es ist ja absolut ein Knaller. 15% Equity Import. Aber wie hätte es anders zu Ende gehen sollen hier für Jan Heidmann heute? Das war meine Prognose. Das ist die Hand des Turniers. Ich werd bekloppt. Es ist vorbei. Wow. Jan. Ja, also...